Hallo ihr Lieben und wie schön, dass ihr wieder reinschaut zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute heißt es wieder alt, aber spielenswert. In diesem Format möchte ich euch immer Spiele vorstellen, die schon mindestens 10 Jahre alt sind, die meiner Ansicht nach aber durchaus spielenswert sind. Das heißt jetzt nicht, dass ihr losrennen müsst und euch die Spiele unbedingt besorgen solltet, aber wenn ihr sie vielleicht sogar in eurer Sammlung habt und noch nie gespielt habt oder sie irgendwo mal irgendwie seht, dann schlagt doch einfach mal vor, das Spiel auf den Tisch zu bringen. Heute geht es um dieses Spiel, nämlich Pagode. Pagode ist ein reines Zwei-Personen-Spiel von AWD Fühler. Den könntet ihr zum Beispiel von Monasterium kennen, von Festo, ein sehr schöner Worker-Placer für die Familie, habe ich euch hier auch schon vorgestellt. Aktuell ist gerade auch Eolos beim Spielers Verlag von ihm und noch einem weiteren Autorenkollegen erschienen. Bei Pagode, ich habe übrigens hier das belgische oder niederländische Exemplar, deswegen nicht wundern, dass vielleicht das eine oder andere etwas seltsam von der Schrift aussieht. Jedenfalls habt ihr in Pagode einen Spielplan, auf dem wir nach und nach Pagoden ausspielen. Das heißt, also wir errichten sie. Und wenn wir an der Reihe sind, dann können wir entweder von diesen kleinen Teilen etwas bauen. Und wenn wir das bauen, dann seht ihr auch, auf dieses Feld müssen dann auch 4 rote zum Beispiel drauf. Hier zum Beispiel 4 lilane, also immer unterschiedlich. Und das gibt vor, welche Farbe die nächste Stufe haben muss. Und das Ganze machen wir, indem wir Karten ausspielen. Und wir können mit diesem Ausspielen eben entweder sagen, wir wollen eine Säule errichten. Das sind hier so kleine Holzsäulen. Oder eben auch einen Zwischenboden einziehen. Und am Ende gibt es, oder es gibt natürlich während des Spiels schon Wertungen. Wir können uns dann je nachdem, welche Dächer wir bauen, also welche Zwischenetagen uns noch Fähigkeiten genau freischalten, die wir dann benutzen können. Das Ganze ist, wie gesagt, ein reines Zwei-Personen-Spiel. Es ist sehr taktisch, denn wir müssen natürlich immer abwägen, wollen wir jetzt eine Säule errichten. Das bringt uns Punkte, je nachdem in welcher Etage es ist und natürlich umso mehr Punkte. Aber wenn wir das nicht komplett machen können, dann ermöglichen wir vielleicht der anderen Person noch einen Boden zu bauen, also diese Etage. Die bringt zwar nicht ganz so viele Punkte, schaltet aber eben diese Fähigkeit frei. Und bei den Fähigkeiten kann ich zum Beispiel mein Handkartenlimit erhöhen. Ich kann mehrere Aktionen machen. Ich kann gleiche Farben als Joker sozusagen benutzen für eine andere Farbe. Das gleiche auch für die Karten, für diese Etagen. Oder ich kann eben auch mehr bauen, weil ich in der Regel nur 3 Säulen bauen darf. Wenn ich aber die Fähigkeit freigeschaltet habe, dann darf ich sogar 4 Säulen. Ihr seht, die Anleitung ist recht zügig, also viel gebildert, viel bebildert, große Schrift. Also es hat wirklich eine sehr übersichtliche Spielanleitung. Es sind also wenige Regeln, aber die bringen für uns jetzt tatsächlich doch eine schöne Spieltiefe mit. Ich habe das Spiel jetzt auch erst vor kurzem entdeckt und habe dann auch erst gemerkt, dass es von 2000, ich glaube 2014 ist, genau 2014, also jetzt gute 10 Jahre, wir wollen mal, ne, ich habe ja gesagt, die ungefähr 10 Jahre alt sind, mindestens, es ist fast 10 Jahre alt und hatte auch noch nie was davon gehört. Und habe dann aber mich direkt beim Blick auf die Schachtel, dachte ich schon, ah, das sieht irgendwie hübsch aus, das könnte was sein. Und dann hatten wir es jetzt auch schon 5, 6 Partien auf dem Tisch. Und tatsächlicherweise gefällt es uns richtig gut, weil es eben, wie schon gesagt, eine taktische Tiefe hat, die jetzt nicht mega verkopft ist. Also man sitzt jetzt nicht minutenlang über einem Zug und denkt sich, was könnte da jetzt das Beste sein, sondern hat kleine knackige Entscheidungen, wie gesagt, Karten ausspielen als Säulen oder als Zwischenetagen oder eben dann auch versuchen, die Fähigkeiten zu nutzen. Und uns hat das Spiel jedenfalls viel Spaß gebracht und viel Freude bereitet. Gerade zu zweit ist man ja immer froh, wenn man ein hübsches Spiel auch entdeckt. Und ihr seht, wie schon gesagt, das Spielmaterial ist auch übersichtlich. Ein Spielplan, ein paar Karten und ein paar Säulen und schon kann es losgehen.
Wenn ihr also auf der Suche nach einem schönen Zwei-Personen-Spiel seid, was ihr gemütlich abends so in 20, 30 Minuten spielen könnt, was eingängige Regeln hat, was aber trotzdem so ein bisschen taktische Tiefe hat, dann schaut euch unbedingt mal Pagode an. Ich würde mich freuen, wenn ihr es vielleicht schon gespielt habt und mir euer Feedback da lasst, ob es euch auch gut gefallen hat oder ob ihr sagt, alt, aber das kann auch im Regal bleiben. Uns hat es auf jeden Fall Freude gemacht. Ich bin froh, dass ich diese kleine Perle für uns entdeckt habe. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Spielen. Und ich gehe jetzt mal auf die Suche nach dem nächsten Titel für das Format Alt, aber spielenswert.